Heute ist für mich der größte Druck, den ich überhaupt gehabt habe in einem Wettkampf, weil ich die Chance habe, dass ich seit langem einmal wieder als Deutscher einen Titel verteidige. Also seit dem Heinz hat es keiner mehr zweimal hintereinander geschafft und das ist schon ein bisschen Stress. Die Punkte dürfte ich machen beim Jog, Reifen und sonst ist eigentlich eh gar nicht gut für mich. Ich bin ein bisschen angeschlagen, ich habe Entzündung im Brachialis und deswegen rechne ich nicht damit, dass ich den Titel verteidigen kann. Wie ist die Rangliste nach den drei Wettkämpfen, die wir... Jetzt schon mal. Jetzt kalt ist raus. Ist rausgehoben? Ja, das passt. Er hat jetzt vier. Ich bin generell ein schneller Läufer, also da baue ich halt auf das Jog und auf die Autoschubkarre. Und aufgrund meines Gewichts denke ich mal, dass auch der LKW ganz gut vorankommen wird. Und Schulterdisziplinen liegen mir sowieso. Von daher sieht es eigentlich ganz gut heute für mich aus. Und was ist mit dem Druck? Welcher Druck? Der Druck? Im Moment geht's noch. Also im Moment bin ich noch ganz locker. Das kommt erst vorher, das Adrenalin und alles, die Aufregung. Im Moment noch so die Ruhe vor dem Sturm. Und dann haben wir den Mann in Gelb. Aus Holzhausen in Bayern. 24 Jahre jung, heute geworden, 350 Kilo schwer bei einer Körpergröße von 1,94 Meter. Ja, ich war beim Training beim Eisel bei Markus Franke und wir haben natürlich schon versucht, mal die einzelnen Disziplinen ein bisschen zu trainieren. Haben wir auch gemacht, nicht nur ein bisschen, also wir haben es auch gemacht. Und das war eigentlich so, das im Großen und Ganzen die Vorbereitung. Druck dürfen wir keinen großen machen, das sind ja meistens schlechte Wettkämpfe. Die besten Wettkämpfe habe ich immer, wenn mir der Wettkampf eigentlich scheißegal ist. Und es ist heute natürlich schwierig. Aber ich bin zuversichtlich, das sind gute Disziplinen für mich heute, dass das noch funktionieren wird. Also die Athleten haben alle super, ist natürlich das Finale heute, das sind nur die Besten da. Also Andreas Altmann ist natürlich halt nicht zu unterschätzen, der ist natürlich der Top-Favorit für heute. Und ich glaube, meiner Meinung nach wird der heute auch machen. Das Druckfoto ab, Lisa, sagst du Bescheid? Dann, so jetzt mit den jungen Damen, damit das mal ein bisschen schön aussieht. Die Beat Town.